Am 22. Januar wurde in Dresden der erste sogenannte Industrienebelalarm ausgelöst. Über den Regionalfunk wurde die Bevölkerung aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. Ältere Bürger und Kinder sollten sich möglichst nicht ins Freie begeben. Die Bewohner der Neubaugebiete wurden über Lautsprecher der Polizei informiert. In den Meldungen fehlten jedoch Aufforderungen, die Heizung zu drosseln und den Autoverkehr einzuschränken. Messwerte der Luftverschmutzung wurden nicht bekannt gegeben. Die besondere Lage der Stadt im Elbetal, die dort konzentrierte Industrie, Heizungen und Autoverkehr, sind für die starke Luftbelastung im Großraum Dresden verantwortlich. In weiten Teilen der DDR, besonders im südlichen Raum, überschreitet an vielen Tagen im Jahr die Luftverschmutzung die zulässigen Höchstwerte. Eine Ursache für diese Tatsache sind die Großkraftwerke, die mit schwefelhaltiger Braunkohle befeuert werden, besonders im Bezirk Cottbus. In der Energiepolitik setzte man auf den raschen Ausbau der Kerntechnik und vernachlässigte die Ausrüstung der Braunkohlekraftwerke mit modernen Umweltschutztechniken. Aus den Schornsteinen wird die Luft hauptsächlich mit Schwefeldioxid, Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen belastet. Hohe Schadstoffkonzentrationen in der Luft lassen sich auch im Raum Merseburg-Leipzig-Bitterfeld nachweisen. Mitverantwortlich dafür sind die riesigen Chemiewerke Leuna. Bei Inversionswetterlagen müsste auch in diesem Gebiet, vor allem im benachbarten Halle und Leipzig, Smogalarm ausgelöst werden. Etwa 100 Umweltschützer unternahmen schon vor Jahren eine erste Fahrraddemonstration nach Leuna. Unter Großeinsatz der Polizei wurde vor dem Werktor die Gruppe aufgelöst, einige festgenommen. Eine zweite Aktion zur Alarmierung der Öffentlichkeit fand in Bitterfeld statt. Aus dem Chemiewerk wurden nach 1945 als Reparationsleistungen von sowjetischen Bauingenieuren die Filter entfernt. Bis heute sind keine neuen eingesetzt worden. Um die starke Luftverschmutzung vor Ort zu reduzieren, wird überall eine Politik der hohen Schornsteine betrieben. Wann und wo die Schadstoffe den Boden erreichen, ist wind- und wetterabhängig. Im Erzgebirge gibt es derzeit das großflächigste Waldsterben Europas. Auch nach Berlin ziehen Giftwolken und verpesten die ohnehin schon belastete Berliner Luft. Zu den größten Luftverschmutzern in Berlin gehören die Müllverbrennungsanlage in Marzahn, der VEB Elektrokohle im Industriegebiet Schöneweide, verschiedene Strom- und Heizkraftwerke, industrielle und private Braunkohleheizung sowie der starke Autoverkehr. Wir Umweltschützer fordern die Einführung eines Smog-Warnsystems mit Auflagen für Industrie und Verkehr, die Abschaffung der Anordnung zur Geheimhaltung von Umweltdaten und öffentliche Bekanntgabe von Messwerten der Schadstoffbelastung der Luft über Presse, Rundfunk und Fernsehen. Ungehinderte Arbeitsmöglichkeiten für Umweltschützer und die Gesprächsbereitschaft staatlicher Stellen mit den Umweltschützern. Eine konsequente ökologische Politik zur Beseitigung der Ursachen von Luftverschmutzung.